Ein absolutes Muss muss jetzt jeder haben. Oxford Englisch spricht man eigentlich nicht mehr. Ab sofort spricht man Oettinger Englisch. Deshalb auch hier der kleine Oettinger. English for Europe. Ah, for Zuletzt zu Ihrer Frage. Wer auf Atomkraft setzt, der erinnert an den Flugzeugpassagier, der die Durchsage des Piloten hört. Schön, dass Sie mit uns fliegen. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht. Auf unserem Zielflughafen ist die Planung für den Bau einer Landebahn bereits in weit fortgeschrittenem Stadium. Bis der Asphalt trocken ist, drehen wir einfach noch ein paar Platzrunden. Diesen Platzrunden entspricht die Verlängerung der Laufzeiten der Kraftwerke. Klar, aus der Asse holen Sie jetzt den Müll wieder raus. Dort hat man Fässer in den Stollen geworfen, einmal mit Grundwasser ausspülen und fertig ist die Lauge. In Europa haben wir weitaus bessere Möglichkeiten, Fässer zu lagern. Mein Freund Nicolas Sarkozy, ein Freund der Atomenergie, will die Fässer in Weinkellern im Burgund und in Bordeaux lagern. Er will sogar Brennstäbe ein Jahr in Eichenholzfässer stecken. Grand Cru de la Hague Barrique, die werden dann im Castor dekantiert. Mein Freund Silvio Berlusconi ist bereit, die Hälfte seiner Partei samt Gianfranco Fini in ein Fass mit Klärschlamm zu stecken und vor Sardinien zu versenken. Ich gehe einen Schritt weiter und fordere eine moderne, dezentrale Struktur der Entsorgung. Wenn jeder Deutsche ein Fässle in den Keller stellt, dort wo Oma früher Brombeermarmelade eingemacht hat oder Fasskraut oder Kohle, dann können die Atomkraftwerke noch viele Jahre laufen. Tausende Deutsche lagern schon ihr überflüssiges Leben auf 3x3 Metern im Self-Storage-Lager. Alle Sachen, die zu schade sind zum Wegwerfen, obwohl man sie nicht mehr braucht. Genau wie die Atomkraftwerke. Und weil die Deutschen bewiesen haben, dass sie die Mülltrennung gewissenhaft beherrschen, mache ich mir um die Sicherheit keine Sorgen. Ich hoffe, Ihre Ausgangsfrage ist damit beantwortet.